liebe Leute, und zurück. Willkommen zurück bei Mario Party Island Tour. Wir sind hier stehen geblieben, dass Mario und Peach. Ja, ein paar gewissere. Ja, hatten. Eine Streitigkeit zwischen Ministern. Ja, und wir verlieren auch Ministerne, nämlich 5. Und das heißt, wir haben dann noch 15 und liegen weit hinten. Ich meine, was soll denn die Scheiße? Ach, das ist bescheuert. Mann, ich bin der Letzte, ne? Und es ändert sich gar nichts. Überhaupt gar nichts. Außer, dass der Mario jetzt Zweiter ist. Es muss sich noch was ändern. Ansonsten sind wir verloren. Ja, die 4. ist sehr gut. Ja, 10, 7 und ein Knochentrocken. Die Peach oder der Mario muss von dem Knochentrocken getroffen werden. Ansonsten ist das einfach nur ein blödes Ding hier zwischen verlieren und gewinnen. Oder gewinnen oder verlieren. Ich bin verwirrt. Jetzt bitte eine hohe Zahl, ja? Bitte, bitte, bitte. Nein, nicht schon wieder eine 1. Die 1 stinkt. Ich bin noch einfach nur ein... Ach, Mann, ey. Das ist doch nicht wahr. Das... Mann. Ich bin schon ein bisschen wütend. Aber... Naja, verlieren wir eben, wie ein Mensch verliert. Verlieren ist jetzt so nicht so schlimm, ne? Ich find's so ein bisschen unfair, dass die anderen eine höhere Zahl als ich würfeln. Nicht nur eine schlechte, untere... untere? Was? Eine niedrige Zahl würfeln. Ich hatte das Wort niedrig nicht mehr im Kopf, deswegen habe ich auch untere gesagt. Ja, mach habt ihr. Ach, Häschen, Häscherei. Das ist... Naja, okay, das kann ich. Das kann ich. Ja. Ja, wir müssen die Hasen einfangen, in den Käfig reinschmeißen. Und das... Ja, und mehr Punkte ergattern. Eigentlich ein witziges Minispiel. Eigentlich, aber manchmal kann es auch zur Katastrophe werden. Es kann ja auch ein Goldhase vorkommen. Also er hat sich auf komische Gedanken kommen. Goldhase, was ist das denn? Kommt keiner rein. Kommt einfach keiner. Ja, da. Komm her, komm her. Komm her. Ach, du bist doch bescheuert, Mario. Ja, lass ihn fallen. Ja. Komm, du Bastard. Komm schon. Nein. Ah! Ist doch nicht wahr. Ich hätte die anderen Hasen einfangen sollen. Ich hab den... Mann! Was für ein scheiß unfaires Spiel! Och, ich hasse mich. Naja, verlieren wir einen Mann. So ist das eben. Ja. Es kann sich noch was ändern, wenn wir eine hohe Zahl würfeln. Bitte, 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 nein! Mann! Bin traurig. Ganz, ganz traurig. Innerlich traurig. Weil sowas... Ach ja. Das andauernde A-Drücken hat auch nichts gebracht. Heute ist eben mein Pechtag, ja? Okay, dann machen wir mal. Scheiße, blöd hier. Jetzt das Bild auch nicht mehr scharf. Das freut mich auch. Ja, es braucht die Demo nicht. Jetzt, das Spiel ist doch easy. Start. Jetzt ist es nicht mehr easy. Ja, ja, okay, es ist easy. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Nein, nein!
Kannst du bitte aufhören, dich selbst zu drehen? Ja, danke. Manchmal reagiert dieses System aus Dingern nicht. Jetzt macht's schon wieder nicht. Jetzt hör doch mal auf, hier zu spinnen. Nein, auch. Oh, ich hasse. Ende. Ey, das ist doch. Das. Ja, egal. Das. Manchmal reagiert das Ding auch nicht. Nein, doch. Ich halte jetzt einfach mein Maul und gehe mich dann töten. Okay? Weil das unfaire Spiel will ich nicht mehr mitmachen. Ja, ist blöd, aber jetzt bin ich schon so aggro, dass es einfach nur unfair ist. Naja, verlieren ist ja auch nicht so schlimm. Wir können ja immer noch in den anderen Brettern zeigen, was wir können. Aber ich hoffe mal, dass wir nicht so eine Scheiße machen, ne? Das ist zur Katastrophe gerät. Ja, ich flippe einfach manchmal aus und brüll um mich rum, aber das ist eben so bei mir. Ja, ich kann meine Wut kontrollieren, aber auch manchmal ist das so scheiße unfair, dass ich einfach nur sagen kann, ja, was ist das denn hier? Ja, und Mario kassiert wieder Sterne. Ja, ist ja auch egal. Das Spiel ist sowieso schon entschieden. Das, ja, dann gewinnt eben ein Computer. Ich habe ja nichts dagegen, aber wenn die Minispiele so unfair, ist klar. Ich bin unfair. Nicht die anderen. Was brülle ich auch eigentlich hier rum und sage, das ist unfair. Es ist einfach so. Und ja, ich bin ein Pechvogel. Heute habe ich nur Pech in meinem Leben und ja, das ist blöd. Ja. Guckt euch mal meine Punktzahl an. Wir sind Dritter. Das ist doch schlimmer. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe bei einer Mario Party. Dass ich nur Pech hatte. Ich meine, guckt mal meine erste Game-Runde an. Mit Mario Party 7. Da stand ich gut. Ey, und jetzt so eine Scheiße hinzukriegen, das, ja, das ist blöd. Sowas hatte ich ja noch nie. Echt jetzt? So ein Spiel hatte ich noch nie. Also in diesem Brett, ne? Da haben alle fair gespielt. Und jetzt auf. Da hatte ich nie Pech, ne? Ne, hatte ich nicht. Aber jetzt? Ne. Hier, so viel ich an der Runde 1. Kriege nur Minussterne. Kriege nur 2 positive Sterne. Anstatt ich mal viele Sterne kriege, anstatt ich das Spiel mal sagt, ja, komm, erstmal gewinnen. Aber das hier ist einfach nur ein, ja, keine Ahnung. Das ist einfach nur ein Pechbrett. Heute hatte ich nur Pech. Aber ich glaube mal, das wird sich im nächsten Brett ändern. Ja, es ist irgendwie so schlimm. Schuldig, dass ich so rumgebrüllt habe. Schuldig, dass ich so aggro war. Schuldig, dass ich so bescheuert war. Ja, bin eben so. So, gucken wir mal auf den Spielstand. Da sogar das Diagramm zeigt, dass ich sehr gut war. Was ich nicht mehr geschafft habe. Ja. Tragisch. Sowas. Ist einfach so. Ja. Dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Das heißt nicht, dass ich ein. Ach, keine Ahnung. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.